Fantastic. Hallo und willkommen zum allerersten Sneak Peek. Ja, es ist wieder soweit. Die Sneak Peeks gehen los und es ist soweit. Der allererste Sneak Peek. Es sind sofort mehrere Sachen, die ich jetzt euch mal mitteilen kann. Also, zum einen Minenwerfer Level 9, den sehen wir jetzt hier schon mal. Ja, in der Optik muss man sagen, sieht eigentlich ganz cool aus. Allerdings so das Design, was glaube ich schon seit Monaten durchs Internet geistert, was wir jetzt sehen vom Minenwerfer Level 9. Dann, worauf natürlich viele gewartet haben, der Inferno-Turm Level 4 mit den Ketten dabei. Und er wird ja auch irgendwie, glaube ich, erhöht von der Geschwindigkeit oder soll erhöht werden von der Geschwindigkeit. Von daher eigentlich ganz cool. Bin mal gespannt, wie er sich dann in der Praxis schlagen wird für Rathaus 11, damit die Rathaus 11er noch ein bisschen was zu tun haben. Damit ich persönlich noch ein bisschen was zu tun habe beim Upgrade. Ja, soll ein bisschen schneller gemacht werden und ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt, inwieweit sich das dann entwickeln wird oder wie gesagt, wie sich das Spiel dann generell entwickeln wird, wie wir das dann sehen werden. Es gibt natürlich noch sonstige auch noch Neuigkeiten, noch weitere Neuerungen, die ich euch natürlich jetzt noch nicht vorenthalten möchte. Dann, die Heldenaltäre haben oder werden einen neuen Look bekommen. Wir sehen jetzt hier die drei Heldenaltäre. Es sieht schon echt cool aus. Also ich muss sagen, die sehen schon, vor allem der Königin sieht so richtig, richtig episch aus. Wobei ich sagen muss, die gefallen mir eigentlich alle drei ganz gut. Ja, man muss sagen, sieht cool aus. Hatten wir ja vorher nicht dieses Logo zum Beispiel beim Altar des Königs. Da ist jetzt ja dieses Symbol von der Titan League, also der bärtige König, was wir da sehen. Beim Warden sehen wir das Schild. Und bei der Königin den Miniatur X-Bogen. Richtig cool. Richtig cool, wenn ich nochmal einen bauen sollte, vielleicht muss ich mich dann noch ein bisschen mehr anstrengen, weil jetzt die Altäre so richtig cool aussehen. Was dann noch kommt, was ich ja gestern schon gesagt hatte, ist der Infoscreen zum Bild. Ah, das machen wir gleich. Wir gucken ganz kurz erstmal auf die Luftabwehr. Die Luftabwehr hat nämlich jetzt einen neuen Look. Und das ist ein bisschen, ich weiß nicht ganz genau, was ich davon halten soll von diesem neuen Look. Es sieht so ein bisschen aus wie so ein, ja, keine Ahnung, ich will es jetzt gar nicht aussprechen, aber der sieht schon so ein bisschen spielzeugmäßig aus, wie so eine Zuckerstange irgendwie, ne? So eine Mischung aus Penis, Zuckerstange und Pilz, würde ich das mal schätzen, keine Ahnung. Zumindest in den unteren Leveln, so bis Level 6, naja. Ich bin mal gespannt, wie euch das gefällt. Dann das, was ich gerade schon ankündigen wollte, der Infobutton für die Bauarbeiter. Endlich ist er da und das ist natürlich schon mal sehr cool, dass wir jetzt endlich mal diesen Infobutton haben, wo du genau siehst, was wird jetzt gerade ausgebaut und so weiter und so fort. Finde ich schon recht cool und das war's im Grunde schon. Das war im Grunde schon das kleine, feine Informationsvideo zu Sneak Peek Nummer 1. Das war übrigens auch heute die Clash of Clans Folge, die zweite. Es kommt heute noch dann einmal Clash Royale und noch einmal Royal Clashcraft raus. Und mich freue, wenn ihr auch mal reinschalten würdet. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Morgen geht's natürlich weiter mit Clash of Clans, mit Clash Royale und so weiter und so fort. Macht's gut. Tschüss.